Der Generationenvertrag funktioniert nur dann, wenn Rechte und Pflichten in Balance zueinander stehen. In der AHV zahlen immer weniger Erwerbstätige für immer mehr Rentner. Das heißt, es braucht dringend eine Anpassung des Rentenalters von Mann und Frau und zusätzliche Mehrwertsteuerprozente, um die Leistungen nachhaltig zu sichern. In der beruflichen Vorsorge, wo jeder und jede für sich selber spart, braucht es eine Senkung des Umwandlungssatzes. Es kann nicht sein, dass der gleiche Kapitalstock für eine immer längere Lebenserwartung ausreicht. Zusätzlich braucht es freilich Kompensationsmaßnahmen für eine Übergangsgeneration und möglicherweise Zusatzprämien für Rentenumwandlungssatzverluste.